So, nun endlich sind die Unterbrechungen hoffentlich vorbei und jetzt kann ich die Schachtel für euch nochmal zusammenbasteln. Die haben wir ja beim Workshop nicht geschafft und vielleicht mag der eine oder andere die ja auch nachbasteln. Ich werde jetzt das Muster mit Kreatividee-Produkten machen, so dass ich das Video vielleicht nochmal weitergeben kann. Also, ihr habt ja das Paket von dem Workshop und jetzt zeige ich euch, wie man das zusammenbaut. Ich nehme jetzt also andere Farben als auf der Anleitung angegeben. Ich habe nämlich kein Workshop-Paket mehr übrig. So, ich nehme, guck mal, ich habe ein Falzmesser gefunden von meiner ganz alten Maschine. Mal sehen, ob das jetzt alles so gut funktioniert. Wir schneiden erstmal die Schachtel. Alles im Weg hier. Ich muss bestimmt öfter noch mal ausmachen. Wollte mich jetzt beeilen, bevor das Geklingel hier losgeht. Und schneiden uns erstmal ein Quadrat 18. Aha, das geht nicht. Beide kann man also nicht drin haben. Naja, das hier hinten brauche ich nicht. Und nochmal so rum, dann habe ich 18 mal 18. Und das, ja, irgendwie, man muss die wechseln, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Nehme ich das mal, aber die gehen auch ganz einfach raus hier. Die verhakeln sich nicht. So, okay, jetzt habe ich nur das Falzmesser drin. Und jetzt mache ich das mal weg. Und falze jetzt von allen vier Seiten bei 2 und 4 cm. Ich gehe jetzt erstmal hier oben auf die 2. Das mache ich mal rundrum, weil ich hier nach oben falze. Alles, was bis so 3,5 cm ist, das sollte man immer nach oben hin anlegen. Dann könnt ihr unten immer schön festhalten. Jetzt muss ich aufpassen, mein Gequatsch. Hier komme ich wieder durcheinander. So. Der Tag hat nämlich schon mal gut angefangen. Mein Auto ist nicht angesprungen. Deswegen habe ich gedacht, nutze ich die Zeit, mache das Video schnell fertig. Wollte gerade zu meinem Papa arbeiten gehen. Das muss ich nur auf Montag verschieben. So, jetzt falzen wir auf jeder Seite nochmal bei 4 cm. Das falzen wir dann alles einmal mit dem Falzband schön nach. Ich habe jetzt hier auch wirklich von Kreatividee die Reportageseite genommen. Das Papier ist super gut zum Schachtelbasteln, weil das nicht bricht und so eine schöne Struktur hat. So Strukturpapier macht selbstgemachte Projekte immer ziemlich edel, finde ich. Dann sieht es kaum noch selbstgemacht aus. So, alles schön einmal nachgefalzt. Okay, die Schere ist auch nicht mehr da. Aber mal sehen. Okay, hier ist eine. So, jetzt schneiden wir hier die Ecken raus. Meine Damen aus dem Workshop haben ja die Anleitung hier. Und wir schneiden an allen vier Ecken diese drei Kästchen raus. Und können hier gleich die Lasche einschneiden. Das ist die dicke eingezeichnete Linie. Das gleiche machen wir hier. Da schneide ich mir jetzt auch gleich mal die Lasche ein. Und an den beiden gegenüberliegenden Seiten schneide ich mir auch die Lasche ein. Dann kann nichts mehr schief gehen. Dann brauche ich jetzt nur noch überall die Ecken rausschneiden. So. Ecken raus. Mir vorgenommen für die ja sozusagen fast geschenkte Zeit jetzt mal schnell
alles fertig zu machen, was ich hier so rumliegen habe, damit ich dann morgen entspannt in meinen Kinderbastelkurs gehen kann. So. Die Kanten abschrägen zum Einkleben müsst ihr euch mal ganz einfach merken, immer parallel zu dem Einschnitt wird die Lasche angeschrägt. So kann man sich das einfach merken. So. Die Schachtel muss doppelt sein, weil ihr ziemlich fest ziehen müsst, damit das auch alles mitkommt. Ja, deswegen haben wir hier so eine doppelten, die dann auch einfach nur umgeknickt werden. Dadurch hat man auch einen schöneren Rand. So. Kleber kommt nicht angeflogen. Ich bin so ein bisschen spartanisch gerade hier unterwegs. Na gut, dass wir auf Vorrat haben, dann hole ich mir noch mal einen Kreisstanzer. So, okay. Und zwar kleben wir die Schachtel zusammen. Erstmal die Laschen ein. Ah, jetzt bin ich hier und habe noch nicht mal eine Nadel. Das ist, wenn man so alles so schnell machen will. Ich muss nicht jetzt wirklich auch noch eine Nadel holen. Doch. So. Ja, wenn ich selber kein Bastelpaket liegen habe, dann ist es gar nicht so einfach, das Video dann mal eben schnell abzudrehen. So, ich gebe jetzt hier auch gleich Kleber auf diese beiden Laschen. Und das ist ein bisschen fummelig. Klebe das einmal rum. Und mit dem Falzbein festdrücken. So. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Einmal die Laschen. Und diese auch gleich. Kann erstmal nach außen. So. Auch wieder schön mit dem Falzbein nachfalzen. So, ich werde jetzt hier die Kanten auch mal ein bisschen abschrägen, um ein bisschen sicherer, damit sich das auch gut einfügt. So, einmal Kleber auf die Laschen. Das kann man super schön mit einem Falzbein machen. Kommt man auch schön in die Ecken dann rein. Und dann sind die Ecken auch schön ausgearbeitet. Und die Schachtel ist einfach ordentlicher. So, na, einmal rum. So, jetzt habe ich bei meiner Schachtel hier vorne ein Eingriffloch, damit man das rausziehen kann. Da suche ich mir jetzt das Stabile aus, wo die Seitenlaschen hier auch eingeklebt sind.
Jetzt habe ich ein bisschen großen Stanzer. Das ist jetzt ein 1 Inch. Da komme ich gar nicht ran. Okay, das war auch vorher das Problem. Das habe ich per Hand reingeschnitten, weil man hier gar nicht reinkommt. Das hätte man im ungeklebten Zustand vielleicht stanzen müssen. Aber ich habe dann einfach das Designpapier gestanzt und habe den Rest dann hier mit der Schere rausgeschnitten. Da muss ich das jetzt hier auch nicht mit dem zu großen Stanzer machen. Also 3/4 Inch wäre ganz gut. Und wenn ihr das nicht habt, dann klebt, macht ihr euch einfach eine Lasche ran. Das könnte ich eigentlich auch gleich mal versuchen. Wir haben ja hier die schönen Ecken. Wenn man das jetzt doppelt aufeinander klebt. Ha, wieder eine neue Idee. Klebe ich jetzt einfach aufeinander. So. Dann ist das schön stabil. So, da der Karton recht dick ist, habe ich jetzt hier so ein bisschen Überstand. Den schneide ich einfach ab. Dann kann man hier nachher vielleicht noch ein Motiv drauf machen. Ich mache die Ecken mir mal ein bisschen rund. So. Na, ist jetzt wie bei Annie und Bert. Noch ein Stück abschneiden, noch ein Stück und dann am Ende bleibt nichts mehr übrig. So, genau, das klebe ich mir als Lasche ein. Also ist auch eine gute Idee. So. Nehmt trotzdem die stabile Seite, ja, wo die beiden Laschen nach innen geklebt sind. So, das ist erstmal die Schachtel. Jetzt machen wir die Hülle. Ich nehme jetzt hier einen farbigen Karton. Der muss sein 10,2 x 25,8. Das hat leider merkwürdige Maße. Aber wir hätten sonst bei der Hülle ganz komische Maße nehmen müssen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen einfacher. Ich schneide mir von der Reportageseite jetzt erstmal den Lochrand ab, damit ich den nicht versehentlich mit einbaue und damit die Seite hier auch reinpasst. So, jetzt brauchen wir 10,2. Das ist jetzt hier tricky, weil genau da, das ist 10. Ah, das ist jetzt, glaube ich, wieder der Moment. Ah, nee, die ist weg, die Schneidemaschine. Sonst hätte ich jetzt wieder mir eine andere Schneidemaschine geholt, weil ich das überhaupt nicht leiden kann. Deswegen habe ich mehrere Maschinen, wenn man im Knick arbeitet. Aber gut, ich mache jetzt einfach mal, das sind jetzt 10,3. Hier hat man jetzt wieder die, das kann man ein bisschen rückwärts rechnen. Dann habe ich jetzt 10,2. Kann ruhig ein bisschen breiter sein, nur kürzer sollte es nicht sein, ja? Nicht schmaler, damit es über die Schachtel hinaus ragt. So, und dann die Länge auf 25,8. Heute rede ich ganz schön durcheinander, ne? Bisschen wenig geschlafen. Jetzt fehlt mir auch wieder mein... So, das blaue Papier fusselt auch ganz schön beim Schneiden. Also immer mit einer Nagelfeile nochmal lang gehen, dann hat man die Fusseln weg. Sieht einfach ordentlicher aus und dauert ja auch nicht lange. So. Okay. So, jetzt wieder Messer tauschen. Na gut, okay. Ist ja für so einen Vollschlumpf wie mich nicht so das Richtige. Aber gut, wir wollen jetzt einfach mal so arbeiten. Wir falzen jetzt bei 1 cm. Das machen wir wieder nach oben, weil es einfacher ist anzulegen. Und bei 3,2, das geht auch noch nach oben. Dann kann ich hier unten schön festhalten. Dann drehe ich es um, falze bei 13,4.
bei 15,6 und bei 25,8. Ja, die Hülle muss ja ein bisschen größer sein als die Schachtel. Bei 25,8 habe ich die doch abgeschnitten eigentlich. Ach so, ist auch gar nichts passiert. Okay, gut. Das falzen wir jetzt noch mal schön. Tja. So. Noch nicht zusammenkleben, weil wir da den Endschnitt reinmachen müssen. Und dann schneiden wir uns das Schiebeelement aus welcher Farbe? Das machen wir wie die Hülle. Da brauchen wir einen Streifen 2,9 mal 14 cm. Da mache ich mir hier jetzt mal 2,9. Ach, falzen nicht. Okay, das ist ja was für mich hier. Da muss ich ja dran denken. Jetzt kriege ich das nicht raus. Hilfe! So. So, 2,9 mal 14. Also das Problem ist, dass ich nicht die Originalmesser von Kreatividee jetzt hier gerade habe für den Fiskars-Schneider und der hier gar nicht so einen schönen Griff hat. Der Originale hier, der hat so einen schönen Griff, dann kann man das ganz leicht rausnehmen. Aber meine Bestellung ist noch nicht da, da habe ich mir die Falzmesser bestellt. Deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen spartanisch arbeiten. So, 2 cm. 4 cm. 8 verschwindet hier wieder so ein bisschen unter, aber es geht. Und bei 12. 12 geht wieder gut. So, auch hier nochmal die Fusseln entfernen. So, damit haben wir die erste Seite schon fast fertig. Okay, ich habe hier eine in der Zeichnung das Loch drin, den Ausschnitt. Und am einfachsten finde ich das, wenn man jetzt nicht, man kann es einlegen und rumzirkeln mit der Schneidemaschine, aber ich nehme mir jetzt einfach ein Stück Papier. Und werde, das war jetzt eben, wie viel war das? 2,9. Und wir brauchen einen Ausschnitt von 3 mal 6 cm. So, ich nehme jetzt trotzdem den Rest 2,9 Streifen, weil ich ja außen rum zeichne. Dann ist das nämlich auch groß genug. Jetzt habe ich wieder das Falzmesser drin, weg hier. So, das ist jetzt meine Schablone. Das schreibe ich mir auch gleich rauf. Dann kann das nämlich gleich bei der Anleitung mit reingelegt werden. Und zwar ist die 3 mal 6 cm. So. Jetzt lege ich mir meinen Bogen hin, so wie das auf der Zeichnung ist. Die ganz kleine. Oh, Schreck. Die ganz kleine Klebefalz liegt ganz links und hier wollen wir den Ausschnitt drin haben und der Abstand von unten an diesen Ausschnitt sollte 2 cm betragen. Das wäre ganz gut, wenn es wirklich 2 cm sind und das kann man, ich zeichne mir das vorne vor, weil wenn ich das mit einem Cutter mache, dann geht der Einschnitt unten rein. Das finde ich schöner, als wenn ich von hinten schneide. Dann habe ich hier nach vorne so eine hässlichen Ränder. So, jetzt habe ich hier die 2 cm.
markiere ich mir und da lege ich meine Schablone an. Ihr könnt das ausmessen, wenn ihr das genau mittig haben wollt. Das sind dann von jeder Seite 3,5 cm. Ja, ein schönes altes Lineal, was ich hier habe. So, dann kann man das noch ein bisschen rüberziehen. 3,5, jetzt ist es perfekt. Nochmal nach unten hin und rumzeichnen. Im besten Falle mit einem Bleistift. Bleistift, okay. Das ist einfacher, als das mit der Maschine zu schneiden. Also wer da so ein Profi mit der Maschine ist, kann es natürlich damit auch super schneiden. Dafür haben die Maschinen ja die Einteilung hier drauf, dass man es anlegen kann. Aber ich muss sagen, das ist mir immer zu unsicher. Ich arbeite sehr gerne mit dem Cutter, aber nicht auf meiner schönen Glasplatte, obwohl man es angeblich kann. Ich habe so viel Cuttermatten, ich will mir nicht meine Glasmatte zerkratzen. Die ist mir so ans Herz gewachsen. Die möchte ich noch eine Weile haben. Und wenn da erstmal Kratzer drin sind, ich glaube, dann fängt man auch an, stusig zu werden. Das ist gerade so ein bisschen Selbstschutz. So. Jetzt haben wir den Ausschnitt. Jetzt können wir noch mal, wo habe ich denn mein gefaltetes Teil? Hier unter. Jetzt kann man gerade mal gucken. Das passt da gut rein und man kann es bewegen. So. Jetzt kleben wir das erstmal zu auf die Lasche. Oh, schon wieder zugesetzt hier. Am besten, wenn ihr arbeitet mit dem Kleber und den nicht immer wieder zumachen wollt, dann steckt ihr einfach die Nadel da rein. Dann könnt ihr immer, wenn er wieder rangeht, das gerade ein bisschen frei machen. Und jetzt machen wir das auch nicht so im freien Fall mit dem Kleben, sondern klappen das einfach zu. So. Dann sieht man auch gleich, ob man schön ordentlich gefalzt hat. So, dann wisst ihr, dass die Schachtel perfekt passt. Jetzt klappen wir das nochmal um, falzen es nochmal von der Seite schön und dann haben wir einen Deckel. Können wir mal ausprobieren, ob es passt. Sehr schön, passt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Seite meine 2 cm waren. Die hier, genau. So. Jetzt nehmen wir dieses Teil, diesen Streifen, und wir nehmen den so in die Hand, dass wir hier unten eine kleine Falz haben und dann kommen zwei größere und dann kommen wieder zwei kleinere. Diese kleine Falz, da machen wir jetzt den Kleber drauf. Schieben das in die Hülle rein und kleben das genau hier vorne an. Guckt, dass es schön gerade ist. Vielleicht nicht so mit dem Kleber schmuddeln. Wenn jetzt hier unten noch was rausguckt, dann macht jetzt keinen Stress. Das könnte man immer noch abschneiden. Wichtig ist, dass man an der Falz das umklappen kann. Ja? So. Schön mittig. Und dann schön festkleben. So. Okay. Den Streifen nehmen wir jetzt nach innen. Schieben die Schachtel ein. Und jetzt seht ihr hier hinten, diese beiden Laschen werden einmal um die Kiste herumgeklebt. Und zwar die letzte Lasche kommt auf den Boden geklebt und die andere an die Seite. Dazu müsst ihr die Schachtel ein wenig. So. Die Schachtel ist jetzt richtig drin.
ihr tragt den Kleber auf und dann wird das so hier den Kleber auftragen und dann hier unter die Schachtel stecken. Ja, die ist jetzt verkehrt rum gerade. Ich zeige, also ihr habt hier die Schachtel, hier geht die auf, dann macht ihr die zu, dreht das und tragt jetzt hier den Kleber auf. Schiebt er die Schachtel dagegen und jetzt könnt ihr das schön festdrücken. Man kann die Schachtel dann auch ganz vorsichtig etwas aufziehen. Dann seht ihr, dass das schon hoch geht. Dann kann man vielleicht mit dem Falzbein nochmal innen ein bisschen reingehen zum Festdrücken. Mache ich das zu und drücke das hier nochmal so ein bisschen. Das muss jetzt keine gewaltigen Kräfte aushalten, aber sollte schon gut kleben. So, und dann kann man schon, dann sieht man schon, dass es funktioniert. So. Ich meine, so viel Spannung hier, das kommt hier raus bei mir vorne. So. Aber das ist ja auch gar nicht so dramatisch, weil so kann man es natürlich besser öffnen. So, jetzt haben wir noch, jetzt kommt die Dekoration. Okay. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich das hier gemacht habe, weil ich habe ja jetzt die, wir brauchen jetzt ein größeres Feld hier drauf. Das ist 8x8 cm. Da nehme ich jetzt einfach nochmal weiß. Bei eurer Schachtel ist das Designpapier. Ja, ihr schneidet das natürlich so, wie es hier drauf ist. Das ist jetzt 8x8. Ach, das ist schon wieder nicht drauf. So, einmal hier hin. 8x8. Das kommt hier drauf. Und ein Stück Designerpapier. Da habe ich hier unseren schönen Block. Und was nehme ich denn da? Ich glaube, ich nehme die Tannenbäume, die sind schön. So, die sind mit Silber, die funkeln richtig schön. Das mache ich jetzt in 7x7. Ah. DIN A4 Bögen kann man immer längs super in viele 7x7 teilen. Dann geht das Papier nämlich genau auf. So. Und das kommt dann hier drauf. Dann können wir vielleicht, nehmen wir noch ein anderes Papier. Mit dem hier kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen, weil das ein komplettes Bild ist. Das mache ich mir jetzt mal in den Boden rein. Und das ist dann 9,8 x 9,8, also ein bisschen kleiner als 10x10, damit man das einfacher in den Boden reinkleben kann. So, ich habe hier wirklich komisch angefangen. Also besser ist es natürlich, sich immer erstmal alles vorzuschneiden und dann zusammenzubauen. Dann hätte ich nämlich das Papier auch schon hier eingeklebt vorher, bevor man das zusammenbaut, damit man besser rankommt. So, aber ihr habt ja eigentlich euer Materialpaket vor euch und könnt das wie immer in einer vernünftigen Reihenfolge arbeiten. So. Im Übrigen passt in die Schachtel perfekt eine große Tafel Rittersport. Ja.
Kann ich nur leider nicht mehr zeigen, weil ich die auch essen musste. So. Ob das hier schief ist oder nicht, das ist völlig egal, weil das wird komplett überklebt, ja. Ich klebe jetzt mal schon mal das Designpapier da drauf. Dann wird, wir haben hier die Öffnung, der vordere Teil bis zur Falz, den, da kommt der Kleber drauf. Richtig schön ordentlich. So. Und genau da an die Öffnung schlägt das Papier an. Das darf nicht über die Öffnung drüber gehen, sonst öffnet sich die Karte nicht. Schön mittig aufsetzen. Dann könnt ihr das ein bisschen hochholen und könnt das schön andrücken. Ja, nochmal richtig schön runterschieben. Ihr müsst natürlich auch gucken, dass es hier gerade bleibt. Man muss da immer mal nochmal, ihr wisst ja, der Kleber trocknet so schnell. Da muss man dann aufpassen. So, das war es aber schon. Ich gehe nochmal in die Beuge mit dem Faltmesser rein. So, wenn man die zumacht, legt es sich wieder runter. Hier vorne hat man jetzt noch schönen Platz, um einen Schriftzug vielleicht anzubringen. Das sind jetzt Stempel hier von mir. Und die, die das Bastelpaket haben, haben hier noch so einen Wobbel. Da kann man die Figur dann rankleben. Und zwar klebt man die Figur auf dieses durchsichtige Klebeteil. Dann kann man das nochmal nachschneiden. Und ich habe hier in die Karte, in die weiße Karte, so einen Schlitz reingemacht. So ein. Wie man für die Steckdose beim Trapezieren macht. Und da habe ich den durchgedreht, den Wobbel nach unten durchgedreht, die Spirale, damit die darunter verschwindet. Das ist ein bisschen ein anstrengendes Unternehmen gewesen. Vielleicht klebt ihr das einfach auf und wenn man hier das Plastikteil von dem Wobbel hat, dann kann man schön mit Kleber einstreichen und einfach Glitter drüber, dann habt ihr, bewegt er sich auch besser, ja? Wenn man das nicht so einbaut, dann ist er viel beweglicher und springt öfter hin und her als nur so. Ja, die Spirale habe ich dadurch jetzt so ein bisschen behindert. Die ist jetzt nicht mehr ganz so toll. So, das war's. Die Version ist auch sehr schön. Die mache ich noch fertig für Kreatividee, damit wir da auch ein Muster haben. Und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß und würde mich freuen, eure Versionen dann mal zu sehen, wenn sie fertig sind, wenn ihr noch was anderes macht. Tschüss!